Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flimmer News. Es ist wieder Sonntagmorgen. Es gibt wieder ein paar Neuigkeiten aus dem Film- und Serienbereich. Lasst uns mit ein paar Sitcom-News beginnen. Und es beginnt mit ein paar Neuigkeiten zu etwas, worüber wir schon gesprochen haben. Wir haben in Episode 2 ja über die Friends Reunion gesprochen. Dazu gibt es jetzt wieder ein paar neue Informationen. Es ist ja schon klar, dass die Friends Reunion auf HBO Max laufen soll. Das ist das große Reunion-Special. Wird da starten. Wir haben gute Chancen, dass wir es dann natürlich auch wieder auf Sky sehen. Jetzt ist neu raus, dass es bestimmte Gaststars gibt. Also es sollen unter anderem David Beckham, Justin Bieber, Lady Gaga zum Beispiel dabei sein. Und es gibt einen Termin, nämlich den 27. Mai. Am 27. Mai wird das Ganze auf HBO Max veröffentlicht. Das wurde jetzt auch mit dem neuen Teaser bekannt gegeben. Und ja, jetzt können wir mal gespannt sein, ob das bei uns zum selben Zeitpunkt erscheint, ob es wirklich auf Sky erscheint. Ich habe jetzt noch nicht genau gelesen, dass es da rauskommen soll. Aber ich gehe davon aus, dass wir da entsprechend ansetzen werden. Ja, was uns zu erwarten ist, ist glaube ich noch nicht so ganz raus. Und ja, wir haben heute die altbekannten Charaktere wieder dabei, wo wir schon drüber gesprochen haben. Also von Monica bis Chandler, alle wieder dabei, die wir entsprechend haben. Und es ist die erste Zusammensetzung seit 2004. Also so lange haben die entsprechenden Herrschaften schon nicht mehr miteinander gearbeitet. Das heißt, es wird interessant sein, wie das zusammenwirkt und auch wie die Reunion funktioniert. Weil wir haben es ja gesehen, es ist nicht immer gut, etwas wiederzubeleben. Bin gespannt, wie es wird. Aber ich glaube, wir können schon darauf freuen, dass man sich da viel Mühe gegeben hat, weil die letzten Sachen von HBO Max, wo dann investiert wurde, das war nichts, was einfach so rausgehauen wurde, ohne Sinn und Verstand. Ja, passend zur Friends-Serie hat sich auch Lego gedacht, wir bringen mal wieder ein Friends-Set raus. Unter der 10292 wird ein Friends-Set über die Apartments erscheinen. Das heißt, wir haben da die Apartments von Joey und Chandler und von Monica und Rachel plus den kleinen Flur dazwischen, ohne Treppenhaus. Das Ganze gestückt mit 7 Figuren, wo wir auch das erste Mal Janice wohl dabei haben werden. Und da erhalten wir jetzt ein Set zum 1. Juni schon, also quasi eine Woche nach Veröffentlichung, oder knapp eine Woche nach Veröffentlichung der Reunion, mit etwas über 2000 Teilen für 150 Euro. Soll es wohl jetzt ab dem 19. Mai schon für die VIPs bei Lego zum Vorbestellen geben. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob die 150 Euro für 2000 Teile ihm oder ihr recht sind. Ich fand das alte Set von Friends sehr schön, dieses Set vom Central Park, wo man halt quasi ein Filmset in dem Café aufgebaut hat und auch das Set von den Apartments ist wieder wie ein Filmset aufgebaut, also wir haben da die Scheinwerfer außenrum. Und ja, vielleicht wird es ja ein ganz schönes Set. Ich werde wahrscheinlich schauen, ob es irgendwann den Preis noch ein bisschen fällt, aber wer Spaß dran hat, guckt es euch mal an. Es gibt dafür schon einige YouTube-Videos und einige Leute haben schon darüber berichtet. Das ganze Ding wird 64 cm lang sein, das heißt, ihr braucht auch richtig Platz dafür. Aber wie gesagt, es stellt schön die beiden Apartments dar. Es sind auch so ein paar schöne Gimmicks bei. Also man hat die Sessel, mit denen sich Joey und Chandler zurücklegen können. Man hat den Tischkicker, man hat das Kanu bei den beiden in der Wohnung. Also es gibt unheimlich viele entsprechende Referenzen zur Serie. Das ist schon wirklich gut. Und wie gesagt, ihr habt 7 Minifiguren dabei, also von Ross über Rachel, Monica, Chandler, Phoebe, Joey und zu guter Letzt die gute Janice. Wer Spaß dran hat, guckt es euch mal genauer an, ob das was für euch ist und dann entscheidet, ob ihr 150 Euro ausgeben möchtet für 2000 Teile. Es sieht vom ersten Bildern her sehr schön aus und ja, vielleicht ist es mal wieder ein schönes Set, gerade für Serienfans. Dann haben wir in der 5. Episode der Flimmer News mal über die Spin-Off zu How I Met Your Mother, How I Met Your Father gesprochen. Und dazu gibt es jetzt nochmal neue Informationen. Es wurde ein Interview mit der Hauptdarstellerin Hilary Duff. Wurden einige Sachen bestätigt, die dazu gehören. Einmal, dass How I Met Your Mother, How I Met Your Father im gleichen Universum spielen. Natürlich müssen wir dazu wissen, es ist hier jetzt nicht die Perspektive der Mutter aus der Mutterserie, also es ist nicht die Perspektive von Tracy,
Dann ist die Perspektive einer anderen Mutter, die ihren Kindern erzählt, wie sie ihren Vater kennengelernt hat. Aber wichtig ist hier halt, es soll in der gleichen Welt spielen. Und es soll hier auch ein bisschen anders aufgebaut sein. Es sollen hier quasi mehrere Väter in Anführungsstrichen zur Verfügung stehen. Und die Frage ist, wie man es hier erzählt, ob man sich hier auch so ein Backup schafft. Jemand ist bei How I Met Your Mother hatte, wo man quasi ab der zweiten Staffel immer so eine Ersatzmutter in Anführungsstrichen hatte. Oder ob man hier einen festen Plan hat, dass das der Vater werden soll am Ende. Das wird es zeigen, nur hier ist es halt wirklich so eine Erzählung, dass man nicht, wie bei Ted hatte man immer, dass nach und nach die Freundinnen abgearbeitet wurden, in Anführungsstrichen. Und hier gibt es wohl direkt so eine Geschichte, dass sie quasi drei Männer hat, die zur Wahl stehen, wer der Vater sein könnte. Und dass das immer wiederkehrt. Zumindest ist so aktuell die Information, die man so weitläufig liest. Ja, die Frage ist jetzt noch, wann das Ganze kommen wird. Aktuell wird erwartet, dass es um 22, irgendwann kommen wir 2022. Und das Ganze bei Hulu wohl, die haben das wohl geordert. Die Frage ist dann, wo es danach hinkommt. Im Moment ist zu erwarten, dass noch Disney Plus kommt, aber das müssen wir noch mal warten, bis es da die feste, genaue Information gibt und uns das dann noch mal anschauen. Ja, und wir haben eine Schauspielerin, die ein bisschen aus dem Sitcom-Alltag ausbricht. Wir haben hier die gute Sarah Hyland, die wir vielleicht alle als Hayley von Modern Family kennen, also Hayley Dunphy, die jetzt in einer neuen Serie auftauchen wird, und zwar eine ABC-Serie mit dem schönen Namen Epic. Die Serie stammt von den Machern von Once Upon a Time, also bewegt sich auch in den Märchenbereich rein und da wird die gute Sarah Hyland jetzt eine entsprechende Rolle übernehmen. Ja, wir kennen sie ja bis jetzt nur als Comedy-Figur, als die etwas ja, nicht ganz so schlaue Tochter der Dunphy-Familie, die sich aber trotzdem sehr gut entwickelt in der entsprechenden Serie und sie soll halt jetzt mal was Neues spielen. Und dann hat sie halt in dieser Drama-Fantasy-Serie Epic eine entsprechende Rolle ergattert. Ich bin mal gespannt, was das wird. Also, so eine Märchenserien sind ja immer gewagt. Once Upon a Time hat gut funktioniert, aber halt auch mehr bis zu einem bestimmten Fenster. Also ich finde es irgendwann ein bisschen zu viele Charaktere. Auch das ist ja persönlicher Geschmack. Und ja, da wird jetzt ein Pilot produziert, wo sie mit dran teilnimmt. Und es soll halt eine romantische Anthologieserie werden, die dann wieder zurückgreift, ähnlich wie Once Upon a Time, auf bekannte Märchen. Und diese dann für die Zuschauer nochmal neu aufbereitet und neu darstellt und da soll Sarah Hyland die Rolle von Rose übernehmen. Eine Prinzessin, die kurz davor ist, Prinz Charming zu heiraten. Und ja, da kommen dann die einen oder anderen Steine in den Weg, die das Ganze etwas verzögern und vielleicht sogar verhindern. Das wird es dann sein. Und ich bin gespannt, wie man das umsetzt. Wie gesagt, Once Upon a Time war vom Start her eine schöne Serie. Wurde mir irgendwann ein bisschen zu viel, also zu viele Charaktere, zu breit aufgestellt, aber auch das ist Geschmackssache. Und ja, vielleicht ist es mal was ganz Neues und wir dürfen uns auch etwas Schönes freuen. Letztens haben wir für euch ja noch einige Podcasts über Videospielverfilmungen veröffentlicht und in dem Bereich bewegen wir uns jetzt gerade auch einmal das, was gerade aktuell veröffentlicht wurde. Ihr könnt jetzt auf Amazon Prime den neuen Mortal Kombat sehen. Da haben wir in der ersten Episode der Flimmer-News wird immer gesprochen, der wurde zwar öffentlich, könnt ihr für 16 Euro, könnt ihr den leihen, für 20 Euro, glaube ich, direkt kaufen. Und ja, wenn ihr Spaß am Mortal Kombat habt, könnt ihr da mal reinschauen. Ich werde dazu jetzt noch nicht meine Meinung äußern, ich habe ihn gestern gesehen. Aber macht euch da vielleicht selbst ein Bild, was ihr davon haltet. Und ich glaube, er wurde mit sehr gemischten Meinungen aufgenommen. Die einen Kritiken sagten, guter Unterhaltsamer Actionfilm, andere sagten, sehr, sehr weit weg von dem, was man erwartet hätte. Und des Weiteren wollen HBO und Sony ihre Zusammenarbeit weiter nutzen. Und zwar nach Last of Us, der Serie, die jetzt produziert wird, gibt es gerade ein Konzept, was entwickelt wird, die Umsetzung von Bloodborne, dem Soul-Ableger, den ihr vielleicht noch kennt, die ja ganz früh Entwicklungsstadium ist. Also einfach nur mal gerade die Idee, die hier umgesetzt wird. Das heißt, es gibt so Konzeptzeichnungen.
die hier angedacht sind, dass man das Ganze umsetzen möchte. Die Frage ist, ob es noch kommt. Das wird es dann erst ergeben. Da frage ich schon mal die Info. Für die, die nicht wissen, was Bloodborne ist, dabei handelt es sich um einen ja, PS4-exklusiven Titel, ein Action-RPG, das, ja, glaube ich, gerade durch seinen Schwierigkeitsgrad sehr bekannt ist. Und das dann den Spieler als Jäger nach, ja, Yharnam hieß, glaube ich, die Stadt, eine Stadt bringt, die eine Heilung für eine mysteriöse Krankheit bereithält. Und diese Krankheit hat nun mal auch der Spielecharakter. Und der ist halt auf der Suche dieser Krankheit und trifft dort halt auf zahlreiche verfluchte Bestien, verfluchte Gegenspieler und muss die halt bekämpfen. Und das Ganze bezieht sich zurück auf, oder ist inspiriert, kann man glaube ich eher sagen, von Geschichten von Lovecraft, von Bram Stoker. Und hat einen sehr hübschen gotischen Architekturstil. Und ist deswegen halt auch durch den gotischen Architekturstil immer wieder mit Rumänien, Tschechien verbunden, sodass man da entsprechend so ein bisschen auch diese lokale Anbindung ein bisschen mehr hat. Ja, was haben wir für eine Erzählstruktur in Bloodborne? Wir haben quasi einen Spieler, der die Gegend erkundet, ein stummer Charakter. Und der dann entsprechend auf eine komplett leere Welt trifft, die halt von Feinden überrannt ist, sozusagen. Und der dann immer wieder Teile seiner Vergangenheit aufgedeckt kriegt. Es gibt auch immer wieder NPCs, mit denen man dann Dialoge führt, die einem die Geschichte weitererzählen. Und dadurch haben wir halt hier so eine ja, Erzählung auf Grundlage von Dialogen, von Schriftstücken, wobei der Schwerpunkt eher bei Schriftstücken noch liegt. Und man findet viele Schriftteile, viele Gegenstände, die halt Sachen beschreiben. NPCs weniger, aber es sind zumindest welche da, die einem auch Teile erzählen. Das heißt, man muss sich so ein bisschen die Lore, also die Geschichte, zusammenbauen. Für mich war Bloodborne bis jetzt bekannt einfach durch einen hohen Schwierigkeitsgrad. Ob es wirklich eine Serie oder ein Film wird, das werden wir sehen. Könnte interessant sein, gerade vom optischen her, wenn man sich an das Spiel zurückerinnert, weil diese Umsetzung dieser optischen Merkmale könnte toll sein. Darf natürlich nicht alles sein. Ich hoffe, dass auch die Geschichte dahinter gut realisiert wird. Nachdem ich zuletzt noch von der Absetzung der Bande von der Baker Street berichten musste oder aus der Baker Street, gibt es jetzt was Positives aus dem Sherlock Holmes Universum. Und zwar gibt es wohl, ja, ich glaube, die beste filmische Umsetzung der letzten Jahre aus der Sherlock Holmes Welt, wohl nicht Sherlock Holmes selbst die Hauptfigur ist, kriegt eine Fortsetzung, nämlich Enola Holmes. Der Film mit Millie Bobby Brown, der jungen Dame aus Stranger Things oder auch aus den neuen Godzilla-Filmen, kriegt ja einen zweiten Teil. Die im ersten Teil an der Seite von Henry Cavill, der hier den, ob er hat sogar in Holmes gespielt, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wen er ihn später im ersten Teil auf jeden Fall gespielt hat. Wird fortgesetzt, weil es ein unheimlich erfolgreicher Film war. Also laut Auskunft von Netflix wurde er von 60 Millionen Haushalten gesehen und das schon innerhalb der ersten ja, knapp 30 Tage. Ja, also von September 2020 stammt der Film. Und das war für mich auch bis jetzt die beste schauspielerische Leistung nach Stranger Things von Millie Bobby Brown. Also es war deutlich besser als den Godzilla-Film, wobei man sagen muss, bei dem Godzilla-Film wird ja auch nicht so viel Wert auf die menschlichen Charaktere gelegt, sondern eher auf die, ja, auf die Monster. Im Film soll es viele Rückkehrer geben, natürlich Millie Bobby Brown als Titelheldin, außerdem Henry Cavill als Sherlock Holmes und auch im ganzen Bereich der Produktion sind viele Bekannte dabei. Wir haben als Regisseur wieder Harry Bradbeer, Drehbuchkopf von Jack Thorne. Es gibt sehr vieles Interessantes, was wir da wiedersehen und sehr viel Gewohntes vielleicht auch. Und wir haben jetzt hier auch Millie Bobby Brown, die ja bei Enola Holmes schon mit im Produzententeam dabei war, die auch hier wieder mitwirkt. Das heißt, das könnte auf jeden Fall interessant werden. Und aktuell sieht es so aus, dass die Dreharbeiten Ende 2021 beginnen sollen und dass wir wahrscheinlich im Laufe des Jahres 2022 den zweiten Teil von Enola Holmes sehen werden. Ich freue mich drauf, ich mochte den ersten Teil sehr und ja, bin gespannt, wie man das wieder umsetzen wird. Ja, ein weiterer Film nimmt immer mehr Konturen an und zwar geht es um Knives Out 2. Wir hatten in der vorherigen Episode, ich glaube Episode 2 war es, hatten wir schon darüber gesprochen, dass Knives Out 2 und 3 kommen werden.
Natürlich wieder mit Daniel Craig als Ermittler, aber jetzt wurden weitere Schauspieler bestätigt. Und zwar einige namhafte Schauspieler, die man vielleicht nicht direkt erwartet hätte. Nämlich einmal haben wir Dave Bautista, den viele von euch vielleicht kennen als Drax the Destroyer aus Guardians of the Galaxy oder den Avengers-Film. Und wir haben einen weiteren, ja, Avenger, der nicht in den Avengers-Filmen drin war, also nicht zu dem neuen MCU gehört. Nämlich Edward Norton wird auch dazu stoßen. Welche Rollen sie genau einnehmen, da konnte ich jetzt noch nichts finden. Aber wir haben zumindest beide wirklich gute Darsteller jetzt mit dabei. Ja, wie gesagt, Dave Bautista kennt ihr aus Guardians of the Galaxy. Der hat jetzt auch demnächst noch den Film Army of the Dead von Zack Snyder vor sich, der ja auch am 21. Mai auf Netflix kommt. Also nochmal ein Zombie-Film. Der hat bei James Bond Spectre mitgespielt und auch bei Blade Runner 2049. Also wer nicht diese beiden Filme guckt, kennt ihn vielleicht daher. Und wer ihn gar nicht von da kennt, kennt ihn vielleicht noch aus dem Wrestling, wo er damals als Batista aufgetreten ist und sich da so seine ersten Spuren verdient hat. Ja, und Edward Norton war unser letzter Hulk, bevor Mark Ruffalo kam. Mich auch einer der besten Hulks vor ihm. Ist aber durch ganz andere Filme natürlich bekannt geworden. Edward Norton ist bekannt geworden durch Filme wie Fight Club, wie American History X. Solche Filme, die halt wirklich auch sehr, sehr, ja, sehr starke, sehr harte Themen verarbeitet haben. Und wo er halt auch gezeigt hat, was für ein guter Charakterdarsteller er ist. Also auch da wirklich eine tolle Besetzung für den zweiten Teil von Knives Out. Der erste war ja auch schon unheimlich stark besetzt mit Leuten wie Chris Evans, wie Jamie Lee Curtis. Und ja, der zweite scheint genauso zu folgen. Und ich hoffe, dass er so gut wird wie der erste. Es gibt natürlich auch wieder neue Gerüchte aus dem Marvel-Bereich. Und zwar soll für Doctor Strange ein bekannter Marvel-Charakter neu eingeführt werden, den wir schon in zwei Inkarnationen im Marvel-Universum gesehen haben. Und zwar einmal in zwei eigenen Filmen und einmal in der Serie Agents of Shield. Und zwar geht es um den Ghost Rider. Der Ghost Rider wurde ja bereits in den zwei Filmen von Nicolas Cage verkörpert, dort als Johnny Blaze und in der Serie von Gabriel Luna. Die Serie wurde ja damals letztes Mal gesprochen, jetzt schon in den Bereich der Legenden quasi verbannt. Und die Filme ist, glaube ich, genauso. Die sind, glaube ich, auch nicht mehr im normalen Kanon mit drin. Aber es soll jetzt in Doctor Strange einen neuen Ghost Rider geben. Und dieser soll aber die Rolle einnehmen, die Nicolas Cage hatte. Also Johnny Blaze soll der Ghost Rider sein. Das heißt also, eine der ikonischen Comicfiguren soll hier als Ghost Rider auftreten. Und der Ghost Rider soll so ein bisschen in die Fußstapfen von Hulk treten. Also nicht in seinen eigenen Film kriegen, sondern in diesem Film eingeführt werden, danach immer wieder auftreten in anderen Filmen. Und ich finde die Ghost Rider-Figur sehr interessant und muss sagen, dass ich mir echt gut vorstellen kann, dass der noch eine wichtige Rolle spielt. Wenn man jetzt hört, was so alles für Doctor Strange 2 bereits angekündigt ist. Also wir haben jetzt den Ghost Rider, wir haben Wanda Maximoff mit drin, wir haben natürlich Doctor Strange mit drin. Es wird halt immer, immer intensiver, was da alles so auftaucht. Wir haben Miss America, die mitspielen soll, auch noch als Figur. Also das wird schon eine sehr große Besetzung. Das ist natürlich immer eine Gefahr, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ein wirklich guter Film kommen wird, der uns dann im März 2022 erwarten. Dann haben wir noch was Schönes für Kinder der 80er und Fan von 80er-Jahre-Serien, denn es wird die erste Masters of the Universe-Serie geben, die nach Netflix kommt, und zwar Masters of the Universe Revelation aus der Hand von Kevin Smith. Das Ganze eine echte Zeichentrickserie mal wieder. Und das Ganze soll im Juli bei Netflix starten. Das heißt, wir dürfen das erste Mal wieder He-Man bei Netflix sehen nach vielen Jahren. Es gab ja 2002 schon mal eine neue Serie, die He-Man-Serie, wo dann der junge He-Man drin war. Die auch ich nicht schlecht fand, die leider nicht so lange lief, wie ich mir gewünscht hätte. Aber jetzt kriegen wir wieder was Neues. Und zwar ab Freitag, dem 23. Juli, soll das Ganze bei Netflix starten. Ich bin großer He-Man-Fan, deswegen wird das was sein, was ich mir auf jeden Fall angucken werde. Es gibt erst einmal nur 5 Episoden. Ich bin mal gespannt, wie lang die werden und was inhaltlich jetzt genau behandelt wird. Es gibt gleich noch so einen kleinen Abriss, was dabei passieren wird. Aber das ist halt auch etwas, wo ich sagen muss, so 5 Episoden ist immer sehr knapp. Und ja, mal schauen, was da auf uns zukommt. Kurz inhaltlich.
Wir haben den großen Kampf zwischen He-Man und Skeletor, der Eternia quasi gespalten hat und auch die, ja, die werden jetzt schon miteinander als Guardians of Grayskull, also wo die Master of the Universe getrennt hat. Und die Geschichte soll mehrere Jahrzehnte später spielen. Das heißt, die Masters sind getrennt, müssen wieder zusammengeführt werden, die Rolle übernimmt dann Teela, die Heldengruppe zusammenbringen muss und auch das Geheimnis des Zauberschwerts lösen soll. Und natürlich wird wahrscheinlich auch wieder der große Kampf reinkommen. Ja, und diese Serie ist besetzt mit unheimlich guten Sprechern. Beispielsweise haben wir Mark Hamill als Skeletor. Mark Hamill kennt ihr wahrscheinlich alle als Luke Skywalker oder als Joker in den Batman-Serien oder Batman-Filmen, also in den Animationsfilmen, wo er den Joker gesprochen hat. Wir haben Lena Headey, die wir von Game of Thrones kennen, Cersei Lannister, als Evelyn. Passt auch für mich sehr gut auf die Rolle. Wir haben Chris Wood als Prinz Adam. Wir haben eine meiner Lieblingsschauspielerin, Sarah Michelle Gellar, die ihr als Buffy kennt, als Teela. Wir haben Liam Cunningham, also unseren, wie hieß er? Dieser Zwiebelritter, auf jeden Fall Game of Thrones. Der den Man at Arms spricht, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich glaube, das ist wirklich eine Serie, wo man mal die Originalsprache sich noch viel mehr anhören muss. Also wo man mal beides hören muss, denke ich. Und ich bin auch gespannt, wie man die deutschen Sprecher umsetzen wird. Dazu habe ich noch nichts gelesen. Aber ich bin neugierig, wer das denn in Deutsch für uns präsentieren wird. Und es muss voraus klar sein, es wird nicht die einzige Animationsserie zu He-Man sein. Es soll noch eine zweite Zeichentrickserie kommen. Und zwar dann keine Zeichentrick, sondern eine CGI-Serie. Und ich bin mal gespannt, wie die wird. Ich hoffe, man verbrennt jetzt nicht das Potenzial, was man hat, weil es gibt viele schöne He-Man-Geschichten. Und das sollte man einfach ausnutzen, da wirklich mal wieder was Neues draus zu machen, wo wir ein bisschen länger was von haben. Ja, noch eine Empfehlung für euch, diesmal gar nicht von YouTube, Netflix oder Co. Es ist ja gerade die Zeit, wo Resident Evil Village sehr viel gespielt wird und den Stream, der mir richtig Spaß gemacht hat, war der Stream mit einer Dame, die auch hier mal zu Gast war und der mit der guten Chevella Spielecke. Die könnt ihr euch ruhig bei Twitch mal anschauen. Die hat nämlich das in relativ kurzer Zeit durchgespielt, aber mit entsprechend großer Emotion. Es hat wirklich Spaß gemacht, das zu verfolgen. Also wenn ihr mal einen Stream sehen wollt, mit jemand, der Horrorspiel auch wirklich erlebt und nicht nur spielt, dann guckt mal bei Chevellas Spielecke rein auf Twitch und genießt mal, wie sie emotional Horrorspiele erlebt. Ja, und das war's für unsere Flimmer-News in dieser Woche. Ich hoffe, es war wieder viel Interessantes für euch dabei. Und würde sagen, ihr hinterlasst gerne wieder eure Kommentare, liked uns oder gibt entsprechend weiter an Leute, die es auch interessieren können. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, morgen, Abend oder Nacht. Und würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, macht's gut.